Frau Neumann von Avanzia, spreche ich da mit dem Herrn Butinov? Ja, was gibt's denn? Sie hatten sich vorhin bei uns auf der Handelsplattform registriert wegen dem automatisierten Handel, richtig? Ja, genau. Entschuldigung. Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden, nochmal. Ich sag, ich bin gerade am Essen. Eine Sekunde bitte. Ich muss gerade runterschlucken. Okay, alles gut. Wenn Sie am Essen sind, dann kann ich Sie auch später nochmal anrufen, ja, in einer halben Stunde. Nee, alles gut, das war nur der Rest von der Bockwurst. Ich dachte, mein Ach Kumpel ruft an. Entschuldigung, normal bin ich nicht so unfreundlich. so. Da. Nein, alles gut, Herr Butinov, gar kein Problem. Tut mir Ich hatte leid, Ihnen auch nicht, dass ich nicht. hier Nein, komisch nein, rüberkomme. alles gut. Ich kann auch Ihr Kumpel sein, das ist kein Problem. Genau, ich Wen wollte habe nur ich da? noch. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich bin die Frau Neumann von Advanzia. Ich hatte Ihnen vorhin auch schon eine E-Mail rausgeschickt gehabt mit allen Daten. Wo, Ich Daten weiß nicht. wovon? Hol mich mal ab, ich weiß gerade gar nicht, Ich wo wir hole, sind, ich, gedanklich. okay, genau. Also, heute vor 4 Stunden ungefähr haben Sie sich bei uns registriert gehabt für den automatisierten Handel. Ist Ach, richtig? diese Trading-Geschichte, ja. Genau, Herr Ja, Butinov. gut, Ich wollte jetzt bin ich da. Jetzt macht's Klick, genau. Ja, Ich wollte nur klar. mal nachfragen, ob Sie das ausprobieren wollten oder wie es da bei Ihnen aussieht. Ja, das war der Grundgedanke. So ein Kumpel von mir erzählt das immer, der macht dies, der macht das, aber ich wollte da nicht so über die Links, die der immer verschickt, weil ich denke, ja, okay, wenn der da Geld mit verdient, wenn sich da andere anmelden, dann weiß Genau, ich nicht, was, genau. ob das so ehrlich ist, was der, weil der ist ja Nee. dann parteiisch, ne? Deswegen Ja, habe ich so gedacht, ich. schneeballsystemmäßig dann, wenn man Ja, immer das, guck mal, neue Leute ranholt. das habe ich mir Also. gedacht. Deswegen habe ich mal so ein bisschen geguckt im Internet einfach und irgendwie bin ich dann da gelandet. Na, das freut mich, dass Sie bei uns gelandet sind. Wir haben bei uns auch einen eigenen Handelsexperten, der Ihnen nochmal eine Einführung geben wird. Ach, wirklich? Und ich, ja, also Sie werden da auf jeden Fall abgeholt werden, Herr Butinov. Das ist ja klasse. Ich hatte Ihnen genau von alles an butinov85@fucaro.com geschickt. Ist das richtig? Aha. Perfekt, super. Da haben Sie auch Bankdaten, da ist alles drin, Ihre Zugangsdaten, was Sie brauchen. Da können Sie sich einmal alles durchlesen und mir dann einfach per E-Mail eine Rückmeldung geben, ob Sie die Überweisung getätigt haben und wie es dann bei Ihnen aussieht zeitlich, wann der Kollege Sie am besten erreichen kann. Und dann geht es auch schon für Sie weiter. Und das Ganze läuft aber automatisch für Sie. Das heißt, Sie müssen da nicht viel selber machen. Das heißt, ich muss mir jetzt quasi nur überlegen, was will ich verdienen, was will ich tun, was will ich machen und der Rest macht der Computer oder was? Genau, richtig. Und die Mindestaufladung liegt bei 250 Euro. Da auch erstmal bitte nicht mehr einzahlen. Das machen nämlich Okay. manchmal Kunden, um es einfach für sie auszuprobieren, um zu wissen, ob es ihnen gefällt. Aha. Und danach können sie jederzeit ein- und auszahlen, wie sie möchten. Also sie haben da keine feste Laufzeit oder sonstiges, Ah, ja? okay, das wäre nämlich so meine Frage gewesen. Aber was, Genau, wie ist das so nee. der Leitfaden oder der Grunddingens? Was kann ich rechnen, wenn ich da jetzt so Also prozentual, so aufs halbe wir Jahr sagen oder im Jahr oder wie geht das? genau, es ist immer schwierig zu sagen, da es auf den Markt ankommt, aber unsere Kunden machen in der Regel schon 10 bis 15% die Woche. Die Woche! Die Woche, ja, ist bei 250 Euro jetzt nicht so extrem viel, aber es ist natürlich trotzdem schon mal gut, um zu gucken, ob das was für einen ist. Aber Und je hallo. nachdem. Ja, und je nachdem kann man dann halt weitermachen oder nicht. Weil wir profitieren nur davon, wenn Sie Profite erzielen, da wir davon einen kleinen Prozentsatz bekommen, sind in der Regel 3%. Und das würde uns gar nichts bringen, also wenn Sie dann in die negativen Zahlen geraten. Und abgesehen davon können Sie auch nicht ins Minus gehen bei uns. Ja, Sie haben da einen Negativsaldoschutz. Ah, okay, ich verstehe. Also dafür, dass es von der Firma dieses System gibt, zahle ich quasi Provision, wenn ich Kohle mache. Genau, nur wenn sie Ah. Kohle machen, ansonsten zahlen sie da keine Provision, ja, weil von irgendwas sollten wir auch leben und da ist das, glaube ich, Logisch. schon ganz fair gemacht, genau, dass das dann mit 3% abgerechnet wird. Ja, ich Sie finde, können ja das mal, klingt ganz gut. Das muss ja klar, müssen ja alle davon leben, die da genau, beteiligt sind, genau. ne? Also ich mache das selber privat auch, dass ich da handle, aber ich mache das nicht automatisch, weil ich da einfach selber sehr gerne handle. Aber natürlich braucht man trotzdem noch einen normalen Job, Herr Butinov. Und könnten Sie einmal sich vielleicht anmelden in Ihr E-Mail-Postfach und mir die Mail bestätigen? Oder ist das gerade schwierig, während wir am Telefon sind? Man muss ich gucken, ich schmeiß mal kurz den Computer an.
Einfach in ihr ganz normales Mail-Postfach gehen. Ja, das kriege ich hin. Wie ist das denn steuerlich? Wo sitzt ihr? Wir haben verschiedene Sitze. Der Hauptsitz ist in der Schweiz. Ich bin jetzt gerade in Österreich und wir haben auch Hauptsitz in Deutschland, genau. Ich kann da immer wechseln, die Büros, das ist ganz cool für mich. Super. Genau. Und steuerlich bis 1.000 Euro ist ja sowieso alles frei. Und ab 1.000 Euro wird dann der Handelsexperte auch mit Ihnen besprechen, falls Sie da überhaupt noch mitmachen möchten. Genau, wird er mit Ihnen besprechen, wie es mit den Steuern aussieht. Er wird Ihnen da eine genaue Aufzählung geben. Na, ich meine, wenn das wirklich so mit 10%, 40% im Monat, verdammt. Wenn das wirklich so gut läuft, also dann bleibe ich bestimmt nicht hier bei lumpigen 250 Tacken. Alter, das ist ja dann lächerlich, wenn man solche Möglichkeiten hat. Genau, aber um es mal auszuprobieren einfach, damit es am Ende nicht heißt, die haben mir gesagt, ich soll so und so viel einzahlen, da haben wir da eine feste Mindestaufladung und die liegt da bei den 250 Euro. Ah, okay. Und je nachdem können sie dann, wie gesagt, ein- und auszahlen, wie sie wollen. Ja? Das hört sich schon mal gut an, weil ich habe so ein paar Seiten gefunden. Ne? Da gab es dann Bronzepaket, Silberpaket, Goldpaket, es ging irgendwo bei 1.000 Euro los und die Seite voller Rechtschreibfehler, da dachte ich, oh scheiße, sitzen die Linien oder was? Also das war schon ganz, ganz komisch. Und dann waren wieder andere. Ich habe heute auch schon mal mit einem telefoniert, der erzählte mir was von... Ach, wir haben heute schon Anrufe bekommen. Ja, ja, ich habe hier so zwei, drei Dinger, wo ich gedacht habe, okay, das sieht vernünftig und seriös aus. Aber der Typ, der da dran war, der erzählte mir was von 300% im Monat und konnte mir aber gar nicht sagen, warum und wie. Und da habe ich dann auch gesagt, das ist sehr, sehr unrealistisch. Also das habe ich auch so noch nie gehört. Aber es ist gut, dass Sie da sich nicht so schnell lumpen lassen und da Bescheid wissen, dass da auch... Betrüger am Telefon sein können, je nachdem. Ja, klar. Vor allem, ich meine, wenn auch ganz viele Deutsche zu verdienen Namen, wäre, würde doch kein Mensch mehr arbeiten. 300%, also, ja gut. Ja, hätte mir irgendwie erzählt, ja, fängst du an mit 500 Euro, hast du am Ende vom Monat 3.000, da sage ich, wie soll das denn gehen? Da sagt er, ja, wegen Rohstoffen und Krieg und allem, aber sage ich, Alter, die Rohstoffpreise gehen doch gerade wieder runter. Was erzählst du mir da? Der ist auch frech geworden, der Kleine. Ja, das habe ich schon ganz oft von Kunden gehört, dass sobald man irgendwie was sagt, dass die da ganz unfreundlich sind und teilweise auch mit Akzent sprechen, aber ja, da deutsche Namen haben. Der hat auch, die sich so angehört wie so Pakistani oder sowas. Ist ja kein genau. Problem, sind ja coole Jungs, aber der hat sich, Thorsten Müller hat er sich genannt. Dann sage ich erstmal, Alter, genau, das meine ich. Genau, fängt das meine Gespräch ich, genau. mit einer Lüge an und will Geld von mir haben. Ich meine, wir sind genau. doch hier in Nordkorea, verdammt. Nee, deswegen können Sie bei uns auch überweisen Sie an die Berliner Sparkasse, weil Sie aus Deutschland kommen, dass Sie da die Sicherheit haben und wissen, okay, es ist eine seriöse Bank und nicht irgendwie nach Bangladesch oder sonstiges. Na, Bangladesch? Ja. Ich habe schon einiges gehört von den Kunden, Herr Butidow. Also wahrscheinlich nicht allzu viel Gutes. Nicht immer tatsächlich, aber klar, es gibt leider auch überall Betrüger. Ich bekomme auch von DHL immer irgendwelche Nachrichten, dass ich meine Kreditkartendaten eingeben soll. Das ist unglaublich aktuell, da muss man wirklich aufpassen. Ja, das ist irre. Da habe ich neulich bei, hat mir das auch mein Kumpel hat mir das geschickt. Und ein anderer Kumpel, dem er das auch geschickt hat, der hat mir dann geschickt, Achtung, der und der schickt das und das rum. Der hat wegen so ein Virus auf dem Handy. Und dann ging das automatisch rum. Man müsste sich einloggen, es geht automatisch. Sonst ist der Account irgendwie weg. Und dann habe ich bei YouTube so einen gefunden, der nimmt diese ganzen Maschen auseinander. Und da bin ich erstmal die halbe Nacht gesessen. Da bist du ja nicht betroffen vorher, ne? Denkst du ja nichts Böses. Eben, man denkt nichts Böses. Diese Datenfalle, da sind die sich als Shell ausgeben, die sich als McDonalds ausgeben. Und alle wollen sie genau. die Kohle wegnehmen, verdammt. Man kann ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Genau, ich hatte auch letztens einen Anruf, dass mein Windows-Computer kaputt ist und ich ihm irgendwelche Daten geben soll, obwohl ich gar keinen Windows-Computer habe. Und dann hat er auch ganz schnell aufgelegt. Also es ist unglaublich. Das kenne ich auch. Da gab es auch ein Video bei dem. Das sind auch solche Inder. Ach, die schalten sich dann auf den Computer drauf und tun so, als ob sie irgendwelche Viren beseitigen. Und dann machen sie ein Passwort drauf und dann sollst du bezahlen, damit du deinen Computer wiederkriegst. Ach, das war das Ziel von dem. Das war das Ziel, dann habe ich ein Video gesehen, da war so Betrüger auf so einem Computer drauf. Ich habe mich schon gefragt, was er mit meinem Computer machen will. Aber ja, oder halt Bankdaten klauen, sagt er. Wenn du da irgendwie Online-Banking oder so Bitcoin-Wallet hast, dann ist die Scheiße ist weg, verdammt.
Eben. Dann hat man alle Passwörter gespeichert auf dem Tele, auf dem Computer und dann ist vorbei. Ist krank, ne? Muss Dass man die, auf was aufpassen. die kommen, wie viel Energie die nehmen, um da hier so bam. Verstehe ich auch nicht, woher die Energie kommt und auch diese ganzen Ideen kommen, also und ob das auch klappt. Also ich weiß nicht, ob es da Leute gibt, die da wirklich drauf reinfallen, aber scheinbar Na, wenn ja du schon. irgendwie so Opa hast oder sowas? Ja, genau, oder jemand, der dement ist oder sowas, dann ist das schon ziemlich schamlos, aber gut. Ja, ist so. Also auf Gibt jeden Fall leider fand ich es cool, schamlose Menschen. dass die die da so verarschen und dann halt so zeigen, wie das alles funktioniert. Ich finde, das müsste man eigentlich schon in der Schule lernen. Gut, da bin ich jetzt schon ein Eigentlich bisschen schon. länger draußen, aber mir hat das keiner gesagt, vor so gewarnt Auch mit irgendwie. Steuern müsste man alles in der Schule lernen, aber man, leider lernt man in der Schule Satz des Pythagoras, was du danach nie wieder mehr brauchst in deinem Leben. Ja, klar. Und sowas nicht. Heute lernst du in der Schule, es gibt 30 Geschlechter, aber die Leute können nicht mehr schreiben. Genau, jeder kann aussuchen, was er ist Ja, also ich habe heutzutage. nicht Es schon gibt gesagt, ich bin dann ein Schildkröte, den ganzen Tag in der Sonne liegen und gesunde Sachen futtern. mein Lieblingstier, das Ja, passt. guck, Pluspunkt, dann Da kriege ich gute Deal. schließe ich mich an. Nee, perfekt, Herr Butinow, alles Ah, oh, wir klar. haben viel Dann, Spaß. Ist guter Tag heute. ja, Ist wir gut, haben dass ich viel heute zu Hause Spaß. geblieben bin. Ich habe heute keinen Bock gehabt, habe gesagt, ich bin krank. Ah, Oh nein, das wirklich? habe ich jetzt nicht gesagt. Ich werde Sie da nicht verraten, da brauchen Sie Na, sich an wen keine Sorgen auch? machen. Genau, so sieht es nämlich aus. Oh Nee, Mann. alles klar. So, ich Genau, muss dann jetzt aber antworten gerade Sie mir nochmal einfach. sortieren. Ich habe jetzt ja bei zwei, Ja? drei Leuten geguckt. Wo bin ich jetzt hier wieder gelandet? Bei welcher Seite? Die Plattform heißt Advanzia. Ich hatte Ihnen von Alina Neumann kommt die E-Mail. Advanzia, ist das nicht eine Bank? Es gibt auch eine Bank, die Advanzia heißt, Wie ganz genau. war die Internetadresse nochmal? Advanzia.ch, das steht aber alles in der E-Mail drin, da haben Sie Ihren Zugang und auch die Plattform an sich, Dann muss den ich mal Link zur gucken. Plattform. Genau, schauen Sie einfach in Ihr E-Mail-Postfach und dann, je nachdem, wie Sie sich entscheiden, Herr Butinov, melden Sie sich einfach per Mail und sagen Sie ja, nein oder, und dass ich da einfach Bescheid weiß, dass ich Sie dann auch aus dem System nehmen kann, ja? Wieso aus dem System nehmen? Ich wollte doch Kohle haben. Ja, Verdienen. ich meine, wenn Sie sich dagegen entscheiden sollten. Ich Och, muss das wieso? immer sagen, Herr Butinow, Okay, das generell. ist nur Teil vom Skript, verstehe. Teil vom Oh Mann, Skript, so ich habe sieht's aus, mich gerade ja. schon erschreckt. Ey, sag, was ist los? War ich nicht nett genug oder Doch, was? das definitiv, das definitiv. Oh, Schande, 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 das ist doch cool. Also das Einzige, was mir mein Kumpel gesagt hat, wo er wahrscheinlich recht hat oder wo er bei mir auch nur Punkte machen wollte, sagt, wenn ich sowas mache, muss ich immer nach Lizenz gucken. Habt ihr sowas? Ja klar, Sie können die Lizenz nochmal direkt auf unserer Startseite einschauen. Also wenn Sie sich da, bevor Sie sich einloggen, Aha. da haben Sie das Impressum, da haben Sie alles, was Sie wissen müssen. Ich guck mal eben, dass ich auch das Richtige finde, weil bei Genau. Impressum steht immer tausend Sachen drinnen. Nicht die Hälfte braucht man nicht. Genau. Technologie, nee, Technoparkstraße. Das hört sich geil an, Genau. Technopark. Ja, das habe ich auch damals gesagt. Und dieses CHE-Ding ist die Nummer oder was? Nee, .ch, das steht für Schweiz. Nee, Oder das was weiß meinen ich. Sie? Aber Ach dieses so. Register-Dinger. Ah, Sie sind jetzt gerade schon auf der Seite drauf, Ja ja? klar, ich bin schnell. Okay, Ich habe Sie Finger wie sind ein sehr schnell. Eichhörnchen. Perfekt, dann schaue ich mal ganz kurz genau. Also wenn Sie da über uns raufklicken, auf über uns. Ach, ich bin jetzt ganz unten zum Impressum runter, aber da kann ich auch gucken. Genau. Über uns. Okay, und jetzt? So, jetzt einmal nach unten und jetzt gucke ich auch gerade selber, wo ich das finde, weil mich noch nie ein Kunde tatsächlich nach der Lizenznummer gefragt hat. Aber, Ah, okay, das muss ja ah irgendwann ja, auch das mal ist passieren. genau, das ist das CHE 411.118. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe das einfach mal bei Google Genau. reingeschrieben. Der findet dazu überhaupt nichts. Ich gucke mal eben. Bei Google wird er auch nichts finden. Also wenn, dann auf den Regulierungsseiten. Ja, die kennt man Aber ja ich, als Laie nicht, ne? Was, wenn du ja. irgendwas wissen willst, schreibst du bei Google rein. Das ist das Einzige, was man heute in der Schule noch lernt. Ja, da haben Sie recht. Obwohl in der Schule, ja gut, doch, da gab es schon Google. Also in Da gab meiner es doch Zeit nicht. gab es da noch, gut, da haben wir noch unsere Aufgabe noch auf Disketten gemacht, aber es gab schon einen Computerraum. Ja, auf Diskette. Ha? Haben Sie auf Diskette, haben Sie gesagt? Auf Boah, das habe ich Diskette, ja ja. lange nicht.
Das habe ich ja lange nicht mehr Ich bin gehört. 86er Jahrgang, auch wenn ich mich jünger anhöre, aber ich habe den ganzen, das Internet ist Neuland, das, was die Merkel mal gesagt hat. Bei uns war das Neuland und wir haben uns damit zurechtgefunden. Eben, eben. Also damals, als ich das Internet benutzt habe, konnte ich auch gleichzeitig nicht telefonieren. Das war, Das war kenne alles ich noch neu. tatsächlich auch noch. War alles Schlimme Zeiten. tatsächlich Zum Glück neu. haben wir das hinter uns. Ja, da haben Sie recht. Jetzt mittlerweile kann man ja schon alles im Internet machen. Ich meine, vielleicht geht es ja nach wie vor nicht, aber seien wir mal ehrlich, wer hat zu Hause noch ein Haustelefon, um das zu testen? Hat doch Also keiner ich auf jeden Fall nicht. mehr. Ich hatte das Reicht, aber wenn man das tatsächlich, Telefon benutzt. dreckiges Vodafone, bis vor ein, zwei Jahren musste ich tatsächlich noch, da hatte ich wohl so eine alte Büchse, da musste ich noch ein altes Telefon, also wirklich ein Festnetztelefon haben, damit das überhaupt funktionierte, so mit Anschluss und Co. Beim neuen Modem geht Ah, das zum ja, Glück das war ohne. bei Vodafone auch so. Man musste einen Anschluss haben, einen Telefonanschluss, wenn man Internet gebucht hat irgendwie. Also es war, Sauerei, ne? Das ist voll die Nötigung. ja. So schon was gefunden? Ich bin immer noch dabei tatsächlich, aber in der Regel. Wie heißt denn diese Schweizer Regulierungsbehörde? Also Sie können bei der BaFin nachgucken, das ist die deutsche Regulierungsbehörde. Ach, die haben Aber Herr das auch? Butti, genau, aber ich werde mal ganz kurz nachfragen, wo ich das nachfinden kann und Ihnen dann auch per E-Mail nochmal die Lizenznummer schicken, dass Sie da nachgucken können, Weil ich muss ja? tatsächlich sagen, wenn ich jetzt auch bei Google einfach mal den Namen von euch eingebe, ohne direkt nach der Seite zu suchen, das Einzige, was da gefunden wird, ist die Advanzia Bank, die ich ja auch kenne. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie mal irgendwelche Einträge zu euch. Das ist sehr komisch. Nee, die Advanzia Bank, die wird ja mit Z geschrieben und Advanzia, die Plattform von uns, die wird mit C geschrieben. Ja, das weiß ich. Also, genau, das sind zwei verschiedene Plattformen. Und klar, Advanzia ist eine Riesenbank, die es schon sehr lange gibt. Dass da jetzt nicht unbedingt unsere Plattform als erstes angezeigt wird, ist klar. Aber wenn Sie da Advanzia und Na, Trading eingeben, zum Beispiel, ich habe ja euer, so genau. wie ihr euch schreibt, habe ich ja auch dahinter, aber da kommt nichts. Okay. Es ist alles ein wenig komisch. Und dann legt sie auf. Das ist der Klassiker, ne? Findest du nichts zu der Seite, weil wahrscheinlich ganz neu und alles, dann schnell auflegen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.